Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme zu Minecraft. Und wie ich schon angekündigt habe, werde ich jetzt meinen Zeitraffer machen. Davor werde ich aber noch kurz mein Inventar ein bisschen leeren und wohl noch ein paar Spitzhacken machen. Obwohl, zwei habe ich, ja, aber ich glaube, ich mache noch ein paar Steinspitzhacken. Und dann, ja, eigentlich kann man so ziemlich alles mal hier rein tun. Obwohl, Kohle. Ne, Kohle braucht man eigentlich auch nicht. Stickies brauchen wir. Dreck nehme ich mal ein bisschen was mit. Das da brauchen wir alles nicht. Und. ja. Ich werde in dem. Ja, wie schon gesagt, in dem Zeitraffer werde ich wohl hier noch die Fläche abgrasen. Dann werde ich noch kurz hier den Gang runter, hier drei breit machen und dann hinten meine Baumfarm mal ausheben und dann, jo, dann sieht man sich in ein, zwei Minütchen wohl wieder. Bis dahin. Kurze Pause. Der Zeitraffer ist vorbei. Wir tun noch kurz was essen. Und ja, ich glaube, in meinen Kisten ist es voll das Chaos, weil ich gar nicht drauf geachtet habe, was ich wo rein tue. Und hier habe ich noch ein paar Steinchen. So, die Baumfarm ist jetzt schon fertig. Ich nehme mal hier ein bisschen Erde mit, ein bisschen Gravel mit. Und, ja, tu mal das hier rein. Oh, da war noch ein Platz frei. So, hab ich irgendwo hier. Ja. Hier ist voll. Und hier sieht es auch unaufgeräumt aus. Hier sind die Saplings, wo ich gesucht habe. Und ja, Leute, dann schauen wir mal an, was ich hier Tolles fabriziert habe. Und den Chaos da oben mit den Kisten, da müssen wir auch bald irgendwann mal was ändern, damit das hier ja was Gescheites wird. Mal gucken, ist da unten jemand gespawnt? Da ist schon mal ein Screeper. Ein Screeper. Ein Creeper meine ich natürlich. Und ein Skelett gespawnt. Aber es sieht so gut aus. Von hier oben sieht es ein bisschen unfertig aus. Ganz einfach aus dem Grund. Ja, ich bin einmal hier in die Höhle reingefallen. Oh. Yay, Krawel, so ein Trotz. Und hier einmal.
Das machen wir dann wohl noch zu. Natürlich machen wir auch hier die Erde ein bisschen weg, verschönern das Ganze noch. Und ich habe mir gedacht, eigentlich wollte ich ja noch ein bisschen tiefer kramen. Ich wollte eigentlich bis hier unten etwa machen. Aber dann habe ich mir gedacht, wo ich dann hier stand und dann hochgeschaut habe, so groß wird doch nie ein Baum. Und deshalb habe ich mir gedacht, okay, ich nehme jetzt die Höhe. Deshalb, ich glaube, ich habe sowieso viel zu wenig Erde mitgenommen. Wir müssen ja hier alles mit Erde voll machen. Und ja, dann Rohstoffe. Ich meine, hier war ja alles zu. Rohstoffe habe ich nur ein bisschen Kohle, ein bisschen Eisen gefunden und jetzt hier zum Glück noch ein bisschen Gold. Dann nehmen wir das noch kurz hier mit. Jetzt hier rein und, ach, da grenzt gleich Eisen an. Es wäre doch viel schöner gewesen, wenn das Eisen auch noch Gold gewesen wäre. Aber naja, man kann halt nicht alles haben. So, ich habe noch ein paar Cobbles da. So, dann mache ich wohl auf die Fläche die Erde, denke ich mal. Das heißt, hier kann ich ja eigentlich wieder auffüllen. Jetzt Leute denken, ich habe hier was abgebaut, jetzt fülle ich wieder auf. Ich meine, ich habe jetzt so viele Cobbles. Da tut es jetzt nicht weh. Und ich habe leider meine ganzen Diamanten verbraucht für Spitzhacken. Weil, ja, es ging ziemlich lange. Mit der Eisenspitzhacke und mit der Diamantspitzhacke geht es ein bisschen schneller und die hält auch viel länger durch. Ich glaube sogar länger wie 3 Eisenspitzhacken oder so. Wenn ich jetzt hier nicht zu viel übertreibe. Ja. Wie gesagt, ich habe ja das hier ausgehoben im Zeitraffer, dann oben meine U-Bahn, den Aufstieg und dann habe ich ja noch ein bisschen abgegrast bei der Villa. Und ich sag mal, das war eine Zeit von circa, jo, was war's, 1 Stunde 40 Minuten, gequetscht in, komme ich da rein? Yeah, gequetscht in, ja, 3 Minuten oder so oder 2 Minuten sogar nur. Auch mit der Zeit sind wir schwarmgeizig. Und ja, ich denke mal, die Wände lasse ich mal. Liegt hier noch irgendwo ein bisschen Rohstoff rum, was wir gebrauchen können? Nein. Deshalb. Ach nee, hier sollte ich gleich Cleanies hin machen, oder? Am geilsten wäre es halt irgendwie, wenn wir das Ganze mit grüner Wolle hier die Wand machen. Damit es hier dann zu meinem künstlichen Wald passt. Aber grüne Wolle. Da bin ich immer am Fragen, grüne Wolle, geht die überhaupt ohne hier zu cheaten oder so? Wie entsteht grüne Wolle? Was brauche ich dazu? Ich weiß gar nicht. Das weiß ich gerade gar nicht. Deshalb lassen wir die Wand halt mal vorerst so. Ich sag mal, das können wir ganz sicher schon mal zu machen. Und die da... Ach ja, komm, die machen wir jetzt halt mal notgedrungen zu, damit es ein bisschen Form hat. Ich sagte Form. So, dann hier, da und tralala. Dann würde ich mal sagen, boah, da muss ich ja richtig viele auffüllen eigentlich. Ne, ich mache jetzt, glaube ich, nur hier die Schicht. Ich denke mal, hier unten mache ich nichts mehr. Das ist mir dann... doch ein bisschen zu blöd. Wow. Okay, was? Das meine ich. Warum spawnen die hier? Hier ist doch eigentlich relativ gut ausgeleuchtet. Oh je. Oh je. Oh je. Geh weg. Ich habe kein Schwert dabei. Jo. Nimm den Steinblock in die Fresse. Und wo soll ich jetzt hin? Jetzt irgendwie da unten rein oder so. Haha. Aua. Ich weiß, mit dem Schwert geht schneller, aber ich hab jetzt keinen Bock hier hoch zu rennen. Okay, komm her, komm her, komm her. Und er hat nichts gedroppt. Oh, so ein bisschen EP. Na toll. So. Oh, hallo. So, erst noch hier das da zumachen und dann den nächsten Stack.
So, aber hier, wie machen wir es hier? Machen wir hier so, dass es ein bisschen schön ist. Setzen wir mal eine Fackel rein, dass hier keiner spawnt. Oh. So. Hier setzen wir dann auch mal eine Fackel rein. Und dann können wir hier zumachen. Ja, jetzt hier. Was ist los? Okay, hier weiß ich gar nicht, wie ich das machen soll. Hier ist ja eigentlich so ein Gang nach unten. Das sollte ich irgendwie vielleicht hier runtergraben, dass ich da irgendwie unten durchkomme. Das machen wir mal einfach kurz. Wie machen wir das am besten? Fangen wir schon hier an, nach unten zu gehen. Wow! Nicht so weit nach unten. Okay. Oh, toll. Jetzt darf ich mich hier irgendwo raus suchen. Voll des Deutsch, Alter, ich schwör. Da unten sind ja Pilze. Okay. So. Ja, wo geht's raus? Wo geht's hier raus? Hier ist doch irgendwo ein Ausgang. Geht's da vielleicht? Oh, Eisen. Nehmen wir das doch mal mit. Hier so versteckt. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. So. Und hier nochmal was. So, hei, hei. Hier geht's irgendwie über 5000 Ecken nach unten. Dass hier nicht mal hier rauskommen. So, wir wollten hier nach oben schauen, ob es hier... Oh je, das sieht aber nicht so nett aus. Das sieht gar nicht nett aus. Sieht so aus, als wir da hinten dann wieder rauskommen. Kann ich eigentlich vielleicht hier so... Uah, hallo, nach oben schwimmen. Hier in die Richtung. Oh je. Wo bin ich? Hätte ich mich nicht einfach nach oben bauen können, schlauerweise. Das wäre doch mal ganz easy gewesen, aber ja, irgendwie wollte ich dann doch nicht. So, dann nehmen wir halt noch ein bisschen Kohle mit. Ich wollte sie ja nicht, aber egal. Ah ja, schon mal wieder richtig viel Kohle. So, fertig. Alles klärchen. So, und... Oh, hier liegt noch was. Ich weiß gar nicht, was ich hier eigentlich mache. Eigentlich wollte ich doch wieder nach oben. Aber das Spiel zwingt mich irgendwie dazu, hier auch Rohstoffe abzubauen. Och nee, und eine Spinne. Irgendwo. Och, okay. Hey, das ist doch die Ritze, wo wir schon mal drin waren. Versteht es jetzt bitte nicht falsch. Aber da waren wir doch schon mal. Und ich habe mir eigentlich jetzt keinen Bock, mich hier irgendwie runterzubauen. Gibt es irgendwie einen Weg nach unten? Eigentlich auch nicht. Ich habe doch da oben sogar eine Leiter eigentlich. Oh Mann.